bisschen ärgerlich, dass das Tor nicht gezählt hat. Ich habe es einmal gesehen, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, bei dem Kontakt von Josh ist Serge ein bisschen im Abseits. Also Per hat uns das vorhin sehr, sehr präzise erklärt. Dann ist aber, glaube ich, schon kurz, erst passiv, Kurzversion. Aktiv. Ja. Aber die stolpern halt rum. Die, normalerweise sind das ja zwei Aktionen. Genau. Normalerweise kann das ja geklärt werden. Also ich hab mal gelernt, vielleicht stimmt es auch nicht, dass der Verteidiger, wenn er eine bewusste Verteidigungsaktion hat. Kontrollierte Aktion, genau. Und der nimmt den Ball ja kontrolliert mit und pennt halt. Mhm. In meinen Augen ist es ein Fehler vom Schiedsrichter, das Tor nicht zählen zu lassen. Aber ist, wie es ist. Ja, da hat Niederland in der Pause umgestellt, dann haben wir nicht mehr so hoch verteidigen können. Aber trotzdem finde ich, ist immer noch gut gemacht, haben wenig zugelassen, sehr aggressiv verteidigt. Und finde ich auch immer eine gute Nadelstiche gesetzt. Und ja, Jamie hat dann nochmal ein Tor gemacht, Gott sei Dank. Und auch absolut verdient gewonnen in meinen Augen. Hätten Sie gedacht, dass Jamie Leveling so einen Abend erlebt heute? Ich weiß, dass er sehr viel Energie hat, aber dass er so gut spielt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hat auch echt viele sehr schwere Bälle im Rücken zum Tor gekriegt, in Volldrucksituationen, körperlich sehr, sehr gut. Hat echt viele Situationen, die kritisch waren, sehr gut gelöst und hat echt ein tolles Spiel gemacht. Weil das kam ja maximal unerwartet, das alles für ihn. Erst ist er nachnominiert worden, dann kam das ja relativ spontan, glaube ich, dass er heute in der Startelf stand. Wann hat er erfahren, dass er spielt? Ja, wir haben kurz überlegt heute früh, ob wir ihm sagen oder einfach ihn überraschen, dann, wenn wir die Besprechung haben, wir haben ihn dann überrascht einfach. Okay, also damit er nicht zu viel nachdenkt? Ja, vielleicht, ja. Das hat man ihm eigentlich angemerkt, oder? Wann hast du jetzt im Training auch gesehen? War auch stark in der Woche? War das so ein Gefühl von dir? Weil es ist ja. War tatsächlich schwer zu bewerten im Training, weil wir hatten 1,5 Einheiten. Habe ich ihm gestern auch gesagt, dass ich so das Energielevel, was er beim VfB hatte, noch nicht so gemerkt habe im Training. Und heute hat er mich eines Besseren belehrt. Erinnert ein bisschen an dich, Chris. Du hast, glaube ich, auch kurz vorm WM-Finale erst erfahren, dass du spielst, oder? Warm machen, oder? Und war wahrscheinlich auch nicht so schlecht, es nicht länger zu wissen, oder? Das sind Anekdoten, die erzähle ich immer wieder gerne. Aber hing jetzt so ein bisschen. Nimm dir den Raum. Also ich finde, er hat ein super Spiel gemacht. Ja. Er spielt schon wirklich stabil bei Stuttgart, auch davor bei Union Berlin, bei Greuther Fürth. Das ist ein guter Spieler und man muss sagen, den muss man spätestens ab heute auch so in Fußball Deutschland intern, hat man den länger schon auf dem Schirm, aber der ist gut. Was ist mit den anderen Startelf-Debütanten im Zentrum mit Pavlovic und Stiller? Wie fanden Sie die beiden? Sehr gut. Gute Kontrolle, genau das, was wir wollten. Wir hatten mal eine kurze Phase nach sehr starken 25 Minuten, wo dann beide angefangen haben, auf den Flügel zu kippen und auf der 6 war dann keiner mehr. Da haben wir 1, 2 Bälle verloren, aber insgesamt genau das, was die beiden sehr gut können, jeden Ball wollen, viele gute Lösungen nach vorne, haben sie auch gut gemacht. Sie haben nach gut einer Stunde, glaube ich, so einen Taktikzettel reingereicht an Angelo Stiller. Wir können uns das Bild auch gerne nochmal anschauen. Was stand da drauf? Was wollten Sie da? Ja, dadurch, dass Niederlande in der 4-3-3 gespielt hat und wir natürlich nicht mehr in der Konstellation wie in der ersten Halbzeit hoch verteidigen konnten, weil sie Maxi tief gebunden haben, wollten wir einfach, wenn wir hochpressen, einen Mann gegen Mann pressen. Dann haben wir aber relativ kurz danach ein Tor gemacht und dann ist die Situation wieder ein bisschen eine andere. Dann haben sie auch gewechselt, haben Gakpo rausgenommen, haben Frimpong reingebracht. Dann war die Struktur wieder ein bisschen anders auch bei Niederlande und deswegen war der Zettel jetzt nicht überflüssig, aber überflüssiger, als er hätte sein können. Allez, on accueille maintenant les favoris. Ça fait un an qu'ils s'entraînent pour ce moment tant attendu.